Das Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch zu bestimmten Zeitpunkten. Bla bla. Das war zu kurz. Ja, herzlich willkommen zu Das Schwarze Auge. Hier möchte ich meine DSA-Serie fortsetzen. Diesmal mit einem Computerspiel. Und Demonicon heißt das Spiel. Und ich habe es schon mal ein bisschen kurz angespielt. Bin da daraufhin gleich gestorben. Und zur Option, welchen Einstellungen spiele ich das? Allgemein haben wir. Ja, wie baut so das aus? Steuerung gut, Audio. So, die Musik ist sie zu laut. Ist mal ein bisschen leiser. Aber ist zu leise, ne? Ja. Ambiente, okay, bleibt so. Soundeffekte ganz so hoch. Sprachausgabe ist okay. Video. Standard hoch. Und versuche auch mal hoch. Mal gucken, ob mein Computer es hier schafft. Also haben wir das mal so. Ausgabenswerte. Nein, brauchen wir nicht. Das nur zurücksetzen, ne? Alles klar. Ich hoffe, er hat es übernommen. So, zurück. Speichern und fortfahren. Und speichern wir doch. Speichern und fortfahren. So, und dann neues Spiel. Normal. Und auf geht's. Dämonische Gegner lassen sich besonders gut mit Zaubern oder magischen Waffen besiegen. Waffen aus unserer Welt können ihnen nur wenig Im Namen anhaben. Sankt Borbarats, seines verbotenen Wissens und seiner göttlichen Macht. Dies ist der Tag des ersten Paladins. Von heute an wird Blut aus Blut erweckt. Freiheit aus Schmerz, Macht aus Willen. Jeder Mensch ein Magier. Auf diesen Altären entbiete ich meinen Tribut. Fleisch, das ungeboren. Reine Seelen ohne Fehl. Im Namen des ewigen Barbarat, Arthur Kiorum Zulgarot, Ob Zerabinia, Ides Rakin Zulgarot. Fast 2 Jahrzehnte ist es her, dass Barbarat den Osten Aventuriens mit Untod und Verderbnis überzog. Wer kämpfte, wurde besiegt. Wer aufgab, wurde selbst zum Schuften. Nur wer floh, entkam dem endlosen Heerwurm, in dem die Toten von Schlachtfeld zu Schlachtfeld marschierten. Todes fiel Borbarat. Die Dämonenkrone, das Symbol seiner Herrschaft, zerbarst unter der Götterklinge Siebenstreich. In den Trümmern von Borbarats Reich entstanden die verfluchten Schattenlande. Grausame Kriegsherren kämpften um die Herrschaft und brachten den Menschen Schlimmeres als nur den Tod. Auch wir sind geflohen. Euer ganzes Leben lang. Geflohen, bis die Ritter der Kriegsgöttin Rondra die Stadt Warung befreiten. Hier könnten wir leben, endlich Frieden finden. Chiron, wir dürfen nicht scheitern. Sie ist hierher gerannt. Mehr weiß ich auch nicht. Ich schätze, die Heiratspläne deines Vaters haben mir nicht gepasst. Meine Familie geht dich einen Dreck an. Schon gut, schon gut. Ich misch mich nicht ein. Darf ich jetzt gehen? Noch nicht. Das Tor da. Wohin führt es? Tiefer in den Molchenberg. Mehr weiß ich auch nicht. Hab mich nie tiefer reingetraut. Wir holen sie raus. Dieses Tor ist nicht ohne Grund verschlossen. Der Molchenberg ist voller Gefahren und finsterer Geheimnisse. Die Untoten sind doch das Harmloseste da drin. Wolfsechsen. Dämonide! Bei der dunklen Mutter, deine Schwester ist vielleicht schon tot. Ich werde reingehen und ich werde wieder rauskommen. Mit ihr.
Und du kannst jetzt gehen. Okay, und nochmals herzlich willkommen zu einer Runde DSA. Ich fühle mich so ein bisschen hier reingeschleudert. Ich weiß nicht, wen ich hier gerade spiele. Man kann hier wieder rausgehen. Mal gucken, was passiert, wenn man hier wieder rausgeht. Man kann ja nicht rausgehen. Okay. Also ich weiß auch gar nicht genau, wen ich da jetzt spiele. Da haben wir Inventar. Schadige, rostige Klinge, ein Wurfmesser. Dreht sich auch nochmal, oder nicht? Was hat der? Bringt der was? Nicht verkaufen, ne? Ja. Aber Getränke haben wir keine. Okay. Vier haben wir ja nicht. Da steht auch kein Name dabei. So. Ja, also. Komisch. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, was haben wir hier? Okay. Der Charakterbogen, ja. Ich muss mich mal so ein bisschen reinfuchsen. Ich habe es nur einmal kurz angespielt, bin daraufhin gleich gestorben. Ah ja. Wir haben ja null Generierungspunkte, also können wir auch noch nichts hier machen, aber das ist hier zu langsam sich zu steigern. Interessant, Ausdauer, Lebensenergie, Ausdauer. Wo ist denn hier der Rüstungsschutz? Ist ja auch irgendwo drin. Klingenwaffentalent. Was ist das hier denn? Rüstung? Nee. Noch. Wir haben ja keine Punkte, um irgendwas zu lernen. Alles klar. Alles ist noch ein Prolog, ja. Irgendwie ist ja noch gar nichts, ist ja noch nichts drin. Abiturien. Ah, kann man ein bisschen was gucken. Abiturien ist der zentrale Kontinent auf Dere. Er erstreckt sich über alle erdenklichen Klimazonen, die für unterschiedliche Kulturen wie Menschen, Zwergen und Orks eine Heimat bieten. Das Schicksal der Abiturier ist durch den ewigen Kampf zwischen Göttern und Dämonen geprägt. So, Menschen. Menschen sind neben Zwerge, Drachen, Ogern, Goblins und zahlreichen anderen nur eine von vielen Kulturen, die auf Dere und in Abiturien leben. Zudem gibt es diverse Mischformen zwischen den Rassen, wie beispielsweise Halbelfen oder die überall verachteten Halborks. Derzeit dominieren die Menschen den Kontinent. Einige Gelehrte sind sogar der Meinung, das Zeitalter der Menschen breche gerade erst an. Andere halten die Orks für die Herrscher des kommenden 12. Zeitalters. Meuchenberg. Auf dem
Molchenberg wurde vor Jahrhunderten Wahrung gegründet. Bis heute wohnen die vornehmen Bürger auf seinen Gipfeln. Sein Inneres wird durchzogen von lybritischen Gängen voller magischen Geheimnissen, die teils noch älter sind als die Stadt. Okay. Kommen wir gleich zu noch. Aber jetzt lassen wir uns hier die Sachen erstmal durch. Schattenlande. Die Schattenlande, eine östliche Region Aventurens, besteht aus Transsilien, der Barunkai sowie der Fürsten Komturai Maraskan und erstrecken sich durch Tobimorien bis an die Piratenküste. Hui, das sind ja alles hier so Zungenbrecher. Das kriege ich gar nicht hin. Nach der dritten Dämonenschlacht herrschten Bobarats Erben, die Heptarchen, mit Hilfe der Splitter seiner Dämonenkrone über weitaus größere Landstriche. Heute, fast zwei Jahrzehnte später, sind nur noch wenige Heptarchen übrig und die ehemals schwarzen Lande sind in den ständig verwischenden Grenzen der Schattenlande aufgegangen. Ja, kommen wir gleich zu. Baron Kai. Die Markgrafschaft Baron galt bis zur dritten Dämonenschlacht als kleinste Provinz Mittelaventuriens. Heute umfasst die Warunkai sowohl die Reste der gleichnamigen Heptarchie als auch Teil der vom Mittelreich beanspruchten Raben- und Sonnenmark. War der Landstrich noch vor einer Generation für seine edlen Stoffe und die groß angelegten Viehzucht berühmt, prägte ihn nun Hunger, Tod und dämonische Mutationen. So, jetzt können wir hier drauf gehen und dann wissen wir gleich mehr. Kalendra. Du und Kalendra wuchsen gemeinsam auf. Mit Vater wart ihr ständig auf der Flucht. Über eure Mutter hat ihr nie ein Wort verloren. Kalendra ist ungestüm, dickköpfig und vielleicht der einzige Mensch, auf den du dich wirklich verlassen kannst. In die Heirat mit Falk von Arivor hat sie nur aus Rücksicht auf Vater eingewilligt. Mhm. Vater. Vater war ein strenger Lehrer. Vater, kein Name. Hat dich und Kalendra jedoch stets beschützt. Jahrelang floh er mit euch durch die Schattenlande, ohne euch wirklich zu erklären, warum. Vor kurzem verlor er ein Bein und damit war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Die Chance auf Bürgerrecht und damit mehr Sicherheit für ihn im Warum kam zur rechten Zeit. Ah ja. Nun Alk. Alrik Schwarzmann ist ein junger Mann aus Warung. Er hat Kalendra auf dem Weg in den Molchberg beobachtet. Ja, haben wir noch? Haben wir alles? Was haben wir hier noch? Mythos. Borbarats Werken. Borbarat. Auszug aus einer von Vaters Lektionen. Borbarat war der wohl mächtigste und berüchtigste Schwarzmagier Aventuriens. Er eignete sich mächtige Artefakte an, paktierte mit Dämonen und forderte sogar die Götter heraus. Seine Lehre blendete mit Freiheitsliebe und Selbstentfaltung, hat aber nur Versklavung und Verdammnis zum Ziel. Okay. Wenn man so nicht herklicken muss, um dann die nächste Seite. So, die neuen Götter. Jenseitige Familie. Hm.
jenseitige Familie. Ehemals wurden sie als Erzdämonen gefürchtet, deren Namen man nicht laut aussprechen wagte. Doch die Macht ihres Werkens steht den Bewohnern der Schattenlande seit Borbarats Invasion täglich vor Augen. Wo sich Gebete an die 12 Götter als fruchtlos erwiesen, richten heute immer mehr Bauern ihre Gebete an die jenseitigen Familie, deren Mitglieder von paktierenden Predigern die unterschiedlichsten Lehren und Anekdoten zugeordnet werden. Jeder von ihnen verkörpert bestimmte Aspekte des Lebens oder des Todes und ihr jeweiligen Widerpart ist wiederum unter den 12 zu finden. Ah ja. Hopp, haben wir. Gegner noch nix und Tutorium für besondere Ereignisse. Eine Ereignismeldung geben dir nützliche Hinweise. Sie klären dich über Questfortschritt, Erhalt von Abenteuerpunkte und Statusänderung im Kampf auf. Okay. Nochmal so. Bewegung der Kamera. Benutze WASD, um Chiron zu bewegen. Benutze, um die Kamera zu steuern. Das nehmen wir auch sehr, okay. Chiron heißen wir also. Das habe ich jetzt in meinem Intro nicht so mitbekommen. So, Interaktion mit Objekten. Benutze die linke Maustaste, um Gegenstände zu bewegen oder sie aufzuheben. So, da war es erstmal soweit. Okay, sind wir auf dem Laufenden. Noch zwei. Der hier im Bild ist wie ja. Ja. Sterbt. War schon? Okay. Echsenschuppe. Oh. Schnell wie der Blitz. Und genauso töricht wie deine Schwester. Ich habe vom Besten gelernt. Irgendwann wird dich dein Übermut noch umbringen. Ach komm, Vater. Im schlimmsten Fall wäre ich auf ihren Gedärmen ausgerutscht. Genug jetzt. Wir sind hier, um Kalandra zu finden. Jemand muss sie zur Vernunft bringen. Vernunft? Du zwingst sie zu dieser Heirat und verlangst dann Vernunft? An ihrer Stelle wäre ich auch abgehauen. Du hältst es also für richtig, dass sie einfach wegläuft? Dass sie mit ihrer Selbstsucht eure Zukunft riskiert? Sie trägt Verantwortung. Das muss sie begreifen. Unsere Zukunft. Kalandra heiratet Falk von Arivor und alles wird gut. Wir werden anständige Warunker Bürger und leben glücklich in Frieden und Wohlstand bis ans Ende unserer Tage. Deine Schwester bedeutet mir genauso viel wie dir. Das weißt du. Darum müssen wir sie finden, bevor es zu spät ist. Mehr Informationen? Ach so. Wir haben es bis jetzt auch gut zu dritt geschafft. Warung ist mehr als das Flüchtlingslager, in das wir eingepfercht sind. Ein Lichtfleck inmitten der Finsternis. Die einzige freie Stadt in den Schattenlanden. Wenn wir zusammenhalten, hat unsere Flucht hier ein Ende. Keine vereisten Landstraßen mehr. Nie wieder Nachtwache, keine Angriffe von Dämoniden und keine stinkenden Verstecke voller Leichen. Es ist schon viel, wenn nur ein Teil davon wahr wird. Ein schöner Traum. Warum ist sie ausgerechnet hierher gekommen? Der Molchenberg ist mehr als eine einfache Höhle. Diese Kavernen können einen zu uralten Geheimnissen führen. Die Laboratorien des Fair Drodont, die Fundamente der Goldenen Pyramide, von wo der untote Drache Rassasor herrschte. Untot? Schwarze Magie. Davon hatten die Warunker in den letzten Jahren wirklich genug. Kein Wunder, dass sie diesen Ort meiden. Ein ideales Versteck für jemanden, der keine Angst vor den Kreaturen hat, die an diesem Ort lauern.
Kalandra kennt diesen Falk nicht. Sie wird ihn nur heiraten, um uns zu helfen. Falk von Arivor ist eine gute Partie. Er ist ein Ritter der Kriegsgöttin Rondra. Und weiter? Als Varunk befreit wurde, hat er an vorderster Front gekämpft. Wenn jemand Kalandra beschützen kann, dann er. Kalandra kann auf sich selbst aufpassen. Und wie sagst du immer, Helden haben eine kurze Lebenserwartung. Diese Heirat ermöglicht uns das Bleiberecht in Varunk. Das ist es, was zählt. Außerdem kennst du doch deine Schwester. Über kurz oder lang frisst dieser Rondrianer ihr aus der Hand. Kalandra hat ihren eigenen Kopf. Sie würde sich eher nackt auf den Marktplatz stellen, als sich auf diese Hochzeit einzulassen. Ein stures, freiheitsliebendes Mädchen. Genauso stur wie du. Du meinst, weil ich nicht wie ein Krüppel behandelt werden will. Nett von dir. Aber genau das passiert, wenn man Kämpfe führt, die nicht zu gewinnen sind. Willst du, dass deine Schwester auch so endet? Nein. Also, hör mir gut zu. Kalandra geht es um mehr als ein Versteck. Sie weiß, dass wir sie suchen und zurück zu Falk bringen werden. Deswegen ist sie nicht alleine hergekommen. Sag nicht, dass sie mit einem Mann hier ist. Falk will eine unberührte Braut. Das weiß sie. Okay. Du bist schuld. doof irgendwie. Mehr Informationen? Der fremde Mann. Du musst dich irren. Kalandra hätte mir von einem Verehrer erzählt. Ein paar Leute im Lager haben sie heute Nacht mit ihm gesehen. Ein Mann wie ein Riese mit dem Gang eines Raubtiers. Und dabei nicht mal hässlich. Sie hätte auch schlechter wählen können. Wenn Falk so auf ihre Jungfräulichkeit versessen ist, beweist das nur, dass er sie nicht wirklich liebt. Wer redet hier von Liebe? Selbst wenn er das persönlich anders sieht. Die Rondra-Kirche kann sich kein Gerede unter den Varunkern leisten. Eine Hochzeit wäre unter diesen Umständen unvorstellbar. Die Rondrianer haben sehr strenge Vorstellungen von Ehre und Treue. Warum sollte es bei Falk anders sein? Warum sollte sie sich für ihre erste Nacht ausgerechnet den Molchenberg aussuchen? Ich kann mir angenehmere Orte vorstellen. Was weiß denn ich, was in ihrem Kopf vorgeht? Ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich ihre erste Nacht mit einem Mann wäre. Ich weiß es. Können wir vertiefen? Warum sollte sie sich für ihre erste Nacht ausgerechnet den Molchenberg aussuchen? Tja. Ich kann mir angenehmere Orte vorstellen. Ich dachte, das vertieft ja noch mal ein bisschen. Was weiß denn ich, was in ihrem Kopf vorgeht? Ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich ihre erste Nacht mit einem Mann wäre. Okay. Ich weiß es. Ja, danke. Zurück. Du bist schuld, Vorwurf machen oder ich bringe ihn um. Zum einen möchte ich sagen, dass er jetzt schuld hat. Zum anderen werde ich ihn auch nicht umbringen wollen. Eigentlich ist das ja ihre Entscheidung letztendlich. Ich versuche mal das hier. Ich bin mal offensiv. Das ist dein Werk. Sie durfte nie mit Jungen ihres Alters reden und jetzt muss sie einen Fremden heiraten. Und ich habe euch beide nie allein gelassen. Und ich habe immer verboten, dass ihr euch gegenseitig verarztet. Und es ist kein Wunder, dass sie sich jetzt nimmt, was sie kriegen kann. Ich hatte meine Gründe. Glaub es einfach. Die Zeit läuft uns davon. Ich gehe los. Du bleibst hier und du... Ja, warte draußen und halt mir den Rücken frei. Sei bei deiner Suche vorsichtig. Die Warunker sagen, dass hier nicht nur Echsen und Untote unterwegs sind. Von diesen schwarzen Schergen habe ich gehört. Noch ein dunkler Schrecken für meine Liste. Geh ihm aus dem Weg. Er ist tödlich und du bist allein. Finde Kalandra und bring sie zurück. Ich werde draußen warten. Und egal was passiert oder wie verletzt Kalandra auch immer sein mag, vermischt nicht euer Blut. Es ist bis jetzt nicht passiert und es wird dieses Mal auch nicht passieren. Wer weiß, wozu er wirklich eine Jungfrau braucht in dieser Region. Mit Shift-Taste kriegt man die Lebensenergie angezeigt.
Kupferprügel. Was bringt der Kupferprügel? Wo ist denn der? Veralt und rostig. Die Keule scheint schon eine Weile hier zu liegen. Dennoch geht eine unheimliche Aura von ihr aus. Klingwaffe, Schaden 2 Trefferpunkte. So. Es tut sich also nichts, also brauche ich dann auch noch nichts ändern. Questbuch. Dein erster Auftrag wurde ins Questbuch eingetragen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand zeigt zum Ziel. Das ist der da. Okay. Das ist dann einfach. So, Questbuch war jetzt. Marcel? Ja, vielleicht genau, da steht so. Genau. Brautraub. Kalandra ist vor ihrer Hochzeit geflohen. Wenn diese Hochzeit nicht stattfindet, wird unsere Familie aus Wahrung geworfen und wir müssen weiter durch die Schattenlande ziehen. Vater hat recht, ich sollte sie zurückbringen. Fortschritte, abgeschlossene Frische. Okay. Alles klar. Okay, das haben wir. Da hinten haben wir noch ein paar Viecher. Kommen wir uns gleich drum. Ich glaube, wir müssen uns gleich zuerst drum kümmern. Magier. Mit Schwertern. Können Bandschwertern sein, sind das? Vielleicht. Schwarzmagier? Schwarzmagier und Bandschwerte. Na, kommt mal her, ihr kleinen Süßen. Da muss ich noch mehr. Da. Okay. Mit dem Blut des Toten hat jemand einige Runen gemalt. Freiheit durch Schmerz. Ein Schwur. Eine Zauberformel vielleicht. Okay. Sonst finden wir hier nichts weiter. Ja, ist hier nichts weiter. Nichts liegen lassen, ne? Sieht so einladend aus, so lebensbejahend. Ist ja immer eine Falle. Ja, bei DSA muss man immer ziemlich sehr auf Fallen achten. Ich muss gleich diesen, glaube ich. Oh, Entschuldigung. So. Ich habe leider keinen Knopf, um jetzt schon mal eben schnell ein Mikrofon auszuschalten. Deswegen, ja, bleibt es einfach drin jetzt. Wir müssen da lang. Aber hier können wir hier mal ein bisschen erforschen gehen. Da ist hier noch irgendwas zu finden. Ah! So, hier waren wir hier reingekommen. Ach so, okay. Aber im Kreis geht's hier weiter. Alles klar. Klar, das sind ja hier die beiden Magier. Das Tor bewachen. Nochmal blutige Runen. Macht durch Willen. Es ist die gleiche Handschrift wie vorhin. Jemand scheint hier mit dem Blut seiner Opfer zu schreiben. Oder vielleicht schreibt er mit seinem eigenen Blut. Oder ist zu viel Blut? Ist hier sonst noch irgendwas? Kann man irgendwie hüpfen? Nee, kann ich springen. Aber springen kann ich hier nicht.
Mal schön umgucken. Oh, hallo. Na super. Da drei davon. Oh, noch mehr. Das haben wir momentan nicht mehr an. Achso. Nichts. Ah, hier. Echsengedärme, frische Wolfsechsenfleisch, drei Echsenschuppen. Okay. Da können wir aber noch nichts machen. Der Verzehr von Wolfsechsenfleisch bringt viel Risiken. Nur wer die Tiere gut kennt, weiß, welcher Teil genießbar ist und welcher den sicheren Tod bedeutet. Okay. Sollten wir also nicht mal eben reinsnacken, ne? Okay, haben wir da sonst noch irgendwas Besonderes hier? Hier ist nichts. Schauen wir uns mal weiter um. Oh, schön. Ein bisschen freundlich aus, ein bisschen Sonnenlicht ist schön. Jeder Mensch ein Magier. Das wäre widerliche Ratten. Kann ich auch nicht töten. Oh. Echt doof, dass man dich speichern kann. Was wirklich? Es riecht ja nach einer Falle irgendwie. Das sieht sehr nach einer Falle aus. Hab's geahnt. Ist bestimmt tief abwärts, ne? Ja. Ein bisschen aufgespießt, ne? Schnell los. Ah, hab ich geahnt. Dann macht man ja. So. Ah, eh. Okay, eine automatische Zielpeilung. Hab mir schon Sorgen gemacht. Ich brauche nicht mehr hinlaufen. Einmal litriges Stück Haut und Haarbüschel. Lecker, das wollte ich schon immer mit haben. Das ist immer eine schöne Sache. Das sieht auch sehr kuschelig aus hier. Was haben wir denn hier? Euer Fleisch, mein Fleisch. Euer Blut, meine Rüstung. Meine Wunden, eure Pein. Es ist der längste blutige Runenspruch bisher. Aber was mag er bedeuten? Gute Frage. Mir sagt das mit nichts. Mächtige Spinnnetze hier. Haben wir hier nichts weiter, oder? Nö. Okay.
Eisalkohol und Blutsteinstaub. Morgentau. Haben wir hier? Hä? Achso, doch, linke Maus dazu, klar. Ugreche sind Chassik, Saramin, Pidrak, Minu, Ek, Rin, Groza, Ek, Ekem, Uk, Raka, Ek, Ek, Lot. Okay, das ist nicht meine Sprache. Nicht, dass es eine Falle ist. Talentrang. Du hast Abenteuerpunkte erhalten. Höhe den Rang eines Talents in der Charakterverwaltung auf Rang 1. Okay, dann machen wir mal eben. Haben wir was mehr? Das, Gewandtheit, Konstitution, Mut. Die typischen Grundwerte. Was haben wir hier noch? Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit. Das ist interessant. Was haben wir hier? Finte, Wuchtschlag, Meisterparade. Ausweichen, okay. Eislanze. Nova. Achso, eins mal durchlesen. Die Kälte der Niederhölle umschmiegt deine Haut und nagelt deine Feinde an den Boden. Nova, diese Entladung schleudert deine Gegner von dir. Genießt die Kraft der verderbten Elemente, die ihnen das Leben nimmt. Was haben wir da? Pesthau. Ergieße giftigen Brodem auf deinen Feind. Weide dich an seinen Verfall, den sein Ende ist unausweichlich. Dämonenaura. Die Niederhöllen sind mit dir. Dämonische Kraft beflügelt jede deine Schritte, gib dich hin und lass dich von ihnen umschließen. Ne? Gut. Generierungspunkte, aber nur Generierungspunkte dafür. Nächste Stufe 303 Abenteuerpunkte. Ah, ja. Okay, was ist das? Mut 82, wir haben nur 200. Steigern wir die Fingerfertigkeit. So. Das war's. Mehr geht nicht. Generierungspunkte. Wann gibt es Generierungspunkte? Also, das war nur ein Anfang. Ah, ich hätte auch hier was nehmen können. Aber kann man es rückgängig machen? Kann man es rückgängig machen? Steigern, senken. So. Nein, man kann es nicht rückgängig machen. Achso, das ist hier falsch. Da wurden wir gesteigert hier, ne? Ah, man kann es auf jeden Fall zurücknehmen, okay. Aber man kann nicht sehen. Okay, dann gehen wir hier nochmal hier hin. Finte, rechts unten, links zuschlagen. Wuchtschlag, fest drauf. So, und ganz einfach, es muss nicht immer. Ich denke hier, Nova. 150 Generierungspunkte, was. Das kostet keine Ruhe, da kann man nichts machen. Okay. Dann haben wir hier das hier. Abenteuerpunkte, lerne das. Finte. Wuchtschlag ist aus 250, 150. Meisterparade. Oder früh eine Attacke aus den Ausweichen heraus, wie dem Gegner, der dort steht, wo du ankommst. Er wird nicht mit dir rechnen.
Ausweichen 1. Meisterparade. Sie schlagen, du konterst. So weit, so gut. Doch durch die Meisterparade geht es leichter und schneller. Spare deine Atem für Angriffe auf. Rechts antäuschen. Links zuschlagen. Ablenkung ist wichtigste. Wir machen das mal. Komm. So. Ja. Ja, wie man das. Oh. Pflanzenkunde, benötigt Rang 1. Okay. Oh, Pflanzenkunde. Können wir sowas nicht lernen. Was ist das? Segen und Legenden benötigt Rang 1. Das können wir auch nicht machen. Das ist aber ärgerlich. Was ist das? Der Pflanzenkunde natürlich. Schlösser knacken. Oh Mann, hier geht gar nichts. Ah, schön. Fallen in Schärfen. Deswegen gehen wir da auch nicht rüber. Dann wären wir sofort tot. Gut, wir gehen weiter. Dann müssen wir uns noch ein bisschen steigern, bevor wir das alles machen können. Was da? Anschauen. Der Knochen wurde säuberlich abgenagt. An einigen Stellen weist er Bissspuren auf. Okay. Das erzeugt direkt Freude bei mir. Dann nochmal. Ja, können wir nicht machen. Wieder. Gesackt. Ja, oh, kann man nicht. Poolwasher sind recht einladend. Wie ein Grobschmied. Falle entschärfen. Also da kommen wir auch nicht hin. Da werden wir wahrscheinlich sterben, wenn wir hingehen, ne? Naja, Falle lassen wir mal stehen. Hä? Achso. Haben wir davon schon gehabt, oder? Dann gehe ich jetzt in die falsche Richtung. Nein. Ich höre ein Flüstern. Hirut, Magus, Major, Loro, Lüttger, Krakel zu Isilia. Sein Leben geführt im Dienste rasender Gelehrsamkeit endete mit dem jähen Ausbruch arkaner Kraft im Verlaufe seines magischen Experiments. Sein Tod möge als Mahnung an alle Scholaren der Magie gelten. Wisset um eure Grenzen. Er liegt nicht eurer Macht. Meidet die Versuchung des Molchenbergs. Ja, ich komme. Ah, da
Attacke, ja. Stirbt ihr. Biester. Ich hab hier nichts verloren. Heck. Schön, Haufen von Gebeinen. Vielleicht macht es Spaß, drüber zu laufen. Ich wusste, dass du dir Ärger einhandeln würdest. Du brauchst sofort Hilfe. Nein! Hol Vater! Ich warte hier! Kalanda, hör mir zu. Tu es nicht! Wir sind beide verletzt. Du könntest unser Blut vermischen. Vater und seine verfluchten Regeln. Wenn ich dich nicht sofort verbinde, stirbst du! Bitte, Chiron. Wir wissen nicht, was dann geschehen wird. Halt still. War es das wert, nur um die Hochzeit herauszuzögern? Ausgerechnet mit diesem Mann. Chiron, sei kein Idiot. Es ging dir gar nicht um die Hochzeit? Es geht um diese ganzen Menschen. Der Kerl hat sie entführt. Ich glaube, er will sie. Das wäre so schrecklich. Wir müssen sie retten. Dann halt still. Passiert. Was war das? Irgendwas ist anders. Spürst du es auch? Darüber können wir später nachdenken, wenn wir überleben. Halt die Stellung. Ich gebe dir Rückendeckung. Kannst du kämpfen? Ich bin zäher, als du denkst. Und seit diesem, was es auch war, hat das Bluten aufgehört. Und nimm diesen Trank. Du wirst ihn eher brauchen als ich. Du hast einen Trank? Ich habe ihn nicht genommen, weil ich dachte, die Ungeheuer hätten die Flasche zertrampelt, als sie mir die Tasche runtergerissen haben. Dein Glück, dass ich vorhin keine Zeit hatte, hinzukriechen. Warum hast du nichts von dem Heiltrank gesagt? Willst du das wirklich jetzt besprechen? Vergiss es. Oh. Schön. Vita-Gänger. Hallo. Ihr seht aber schnuckelig aus. Oh, noch mehr. Ach, Scheiß Zombies. Den Heiltrank ein. Mann, der hat ja gar keinen Schaden. Thank you.
Tote. Scheiße. Du bist gestorben. Du gehst in die dunkle Mutter, deine Seele, bla bla. Zurück zu rein. Auf geht's. Gucken, wo er gespeichert hat. Ich hoffe nicht ganz am Anfang. Aha. Okay. Da kommt er jetzt. Geh zur Seite, geh zur Seite. Lauf, lauf. Problem. Hier über die Zombies hier rumlaufen. Oh, hier bin ich in der Falle. Komm hier gar nicht raus. Ja, ich muss aufladen erstmal. So. Ja. Scheiße. Gang hoch. Daneben, Idiot. Ihn gleich. Lauf, lauf, lauf. Komm nicht durch. Scheiße. Mann. Das ist echt schwer. Komm mal hin. Nein. Nochmal. Oh Mann. Aber wir haben fast geschafft. Er war kurz vom Fall, ne? Der war kurz davor. Scheiße. Da muss man erstmal so. Nee, das ist irgendwie. Ah. Na komm! Ah. Treffen überhaupt nicht. An die blöden Zombies, die nerven. Lauf die mal frei. Kann mich freilaufen, kann mich nicht freilaufen, das ist scheiße. Komm ich voll in die Menge hier. Oh, ist ja schlimmer wie vorher. Der ist ja schlimmer geworden. Dass es irgendwie leichter wird. Nein, ist ja immer schlimmer. Oh, ich treffe überhaupt nicht. Was ist das für eine Scheiße? Kriegen wir überhaupt nicht zu packen hier.
Der hat überhaupt keine Wirkung. Ich treffe ihn gar nicht jetzt. So geht das. So geht das. Oh, komm nicht gleich zu. Verdammt. Puh. Du das gemacht? Du hast gerade eine Kreatur aus den Niederhöllen niedergemetzelt und wir leben beide noch. Wenn ich dich nicht gerettet hätte, gäb's keine Hochzeit. Keine Hochzeit, kein Festessen. Du bist ein Narr. Doch jetzt im Ernst, das war mehr als nur der Mut der Verzweiflung. Es war Magie. Magie? Weil mein Blut in dein Blut geflossen ist? Gucken wir mal. Was hat dieser Mann vor? Und was hast du damit zu tun? Zuerst dachte ich, dass er ein netter Kerl wäre. Ich habe mich ganz schön geirrt. Ich habe ihn nachts gesehen, nahe unserem Zelt, mit einem kleinen Mädchen. Seine Hände, sein Gesicht. Alles war voller Blut. Ich weiß nicht, wie alt dieses Mädchen war. Vielleicht 12. Sie weinte und bettelte um Gnade, während er sie wegzerrte. Ich bin ihm dann heimlich gefolgt, um ihn im richtigen Moment zu erledigen. Auf dem Weg hat er noch eine Frau niedergeschlagen und mitgeschleppt. Heute Nacht? Draußen wird es schon hell. Beim nächsten Mal warte ich, bis du auch wach bist. Doch im Molchenberg habe ich seine Spur verloren. Die Biester sind ihm alle ausgewichen und haben sich stattdessen auf mich gestürzt. Aber jetzt komm, wir müssen ihn erledigen, bevor er den beiden etwas antut. Wie konnte unser Blut so eine Wirkung haben? Ich weiß nur von Magiern, die mit ihrem eigenen Blut zaubern. Die Borbaradianer. Vater hasst sie, seit wir Kinder waren. Erinnerst du dich, wie er sie immer verflucht hat, wenn er betrunken war? Deshalb die ewigen Verbote und die Heimlichtuerei. Der Hund hat es all die Jahre gewusst. Er liebt uns, das wissen wir. Warum sollte er uns so etwas Wichtiges vorenthalten? Er wird ein paar Fragen beantworten müssen, wenn wir zurückkommen. Dieser Mann, du bist nicht deswegen mit ihm gegangen? Ich meine, um die Hochzeit zu verhindern. Mit seiner Hilfe. Hast du nichts Besseres zu tun, als dich um meine Jungfräulichkeit zu sorgen? Ich bin dein Bruder. Und das ist gerade der einzige Grund, warum du dir keine Ohrfeige fängst. Aber um dich zu beruhigen. Nein, die kleine Rose Kalandra wurde vor ihrer Ehe nicht gepflückt. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Gut. Zurück. Zurück. Die Zeit läuft uns davon. Wenn wir die Gefangenen befreien wollen, müssen wir uns beeilen. Eine Sache noch. Das habe ich bei einem Toten hier gefunden. Eine Besitzurkunde für ein Haus in der Oststadt. Ich kannte den Toten. Sein Name war Prayodan Karstik, ein Fischhändler aus Mendena. Er hatte ein kleines Haus in der Oststadt. Irgendetwas hier hat ihn schrecklich entstellt. Eigentlich sollten wir die Urkunde seiner Familie zurückgeben. Mach du das. Du kanntest ihn. Wir werden uns nicht an dieser Familie bereichern. Du weißt, was Vater dazu sagen würde. Chiron, wir hätten das Geld zum Überleben gut gebrauchen können. Ja, Vater. Aber ich verrate dir einfach nicht, dass ich ausnahmsweise mal an andere gedacht habe. Sohn, du bist viel zu anständig. Eines Tages wirst du dich für jemand anderen in einen gähnenden Abgrund werfen. Ich werde es mit Freuden tun, um dich zu ärgern. Fein, dann lass uns gehen. Der Entführer wartet. Genau. Wir wollen ja gut sein, ne? Gabenpunkt, IP erhalten. Gabenpunkte, das ist also keine Generierungspunkte, Gabenpunkte. Okay, mit
ihnen kannst du Gabenzauber lernen und verbessern. Aha. 50. Ja gut. Da wird noch nicht so viel gehen, ne? Lala. Achso, das ist schon gelernt. Und das hier? Und das, das kostet ein bisschen mehr, ne? 150 Gramm-Punkte, okay. Da muss man noch ein bisschen sammeln. Hat das schon gelernt? Abenteuerpunkte, Abenteuer AP, AP, dann AP. Okay, 150, achso. Meisterparade. Gönnen wir uns einfach mal. So. Zack. Übernehmen. So. Okay, es geht weiter. Noch nicht, da sind wir noch nicht. Da. Frisches Blut, wir haben sie gefunden. Ich sehe weder Schloss noch Öffnungsmechanismus. Es muss doch einen Weg geben, dieses Tor zu öffnen. Hinter der Tür. Das müssen die Gefangenen sein. Bei allen Wettern, helft uns! Helft uns, bevor es zurückkehrt! Wie viele seid ihr da drin? Geht es euch gut? Wir sind sieben. Er hat eine Vereine ganz durchgeführt. So viel Blut! So viel Blut! Diese Tür kriegen wir nicht auf. Wir müssen den Entführer zwingen, sie freizulassen. Wenn er wiederkommt, er wird uns alle auffressen. Auffressen? Dafür wird er bezahlen. Wir sind bald zurück und befreien euch. Haltet durch! Nein, lasst mich nicht zurück! Bitte! Ja, wir müssen denen helfen. Irgendwie müssen wir denen helfen. Für die Menschenfresser. Der Mann, den Lala verfolgte, ist ein Menschenfresser und Blutzauberer. Er hat seine Gefangenen mit einem magischen Ritual gebunden, in einer Art Vorratskammer. Er wird diese Menschen wohl kaum freiwillig herausgeben. Finde den Menschenfresser. Okay. Ja. Auf geht's. Auf Menschenfresserjagd. Aber ich glaube schon zu spät. Ich denke, das machen wir ein andermal weiter. Also, ich hoffe, ihr habt das Gespräch an dieser Stelle, denn ja, denn ich muss Pause machen. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Bei Dämonikon. Das schwarze Auge. Ciao.